Willkommen zurück, ihr lieben Kinder der Nacht, zu Super Ghouls and Ghosts. Machen wir gleich einmal weiter. Genau, in der letzten Folge haben wir ja hier angefangen mit dem Spiel. Ja, gleich wieder diese Gassäule. Genau, die hat uns ja beim letzten Mal hier gleich einmal von der Plattform hier gekillt. Super. Ach ja, dieses wunderschöne Spiel. Da müssten wir gleich hier rauf, aber erst einmal... Ah, dieses Viech. Stopp. Dankeschön. Achso, ich komme so hoch, einfach rauf. Ah ja, man hat unten eben schon gesehen, die verschwindet mit der Zeit. So, hier. Diese komischen Dinger hier. Da unten rechts ist jetzt auch einer. Oh, der schießt auch gleich. Gut, sehr schön. Hallo. Ich will durch. Scheiße. Ah, fängt ja super an. Ja, wir haben ja schon die Hälfte des Spiels geschafft, immerhin. Sehr, sehr schön. Natürlich fangen wir wieder hier unten an. Und ich hoffe, dass wir auch gleich mal eine neue Waffe dazu bekommen. Denn wie gesagt, die Axt, wie man sieht, die ist nicht so prickelnd. Echt nicht. Nee, wieder. Ich glaube, da müsste man dann einfach durchrennen erstmal. Nein, mal gucken. Also oben auf jeden Fall, sonst wäre ich da ja eben nicht durchgekommen, wie man eben schon gesehen hat. Naja. Oh, ich finde die Optik hier so cool. Das unten sieht auch aus wie so irgendwelche Organe. Nein. Hallo? Yay, super. Das wusste ich auch nicht mehr, dass das funktioniert so. Naja, was soll's. Na, das da unten sieht irgendwie aus wie Arterien. So wie von einem Herzen oder so. Ja gut, ich glaube, wir sind ja, glaube ich, auch in einem Viech drin. Ja, hier ist okay. So, sehr schön. Na, wir haben nur noch zwei Leben. Mal gucken. So, okay. Komm runter. Sehr schön. Hallo? Ah, jetzt. Okay. Ich wollte schon sagen. So, die hier platt machen. Und der nächste Dampfstrahl, da kommt rechts. Da auf jeden Fall drunter durch. Ah, verdammt. Ah ja, das Ding. Genau, hier nehmen wir gleich durch. Schön. Oh, dieses Hin- und Hergewackel. So unangenehm. So, darauf, hier hin. Und hierauf. Da unten links sehe ich schon, genau. Was? Diese blöden Viecher. Genau, wenn wir hier soweit durch sind, bekommen wir dann auch gleich den nächsten Bossgegner. Und ich hoffe zurzeit, dass die Nachbarn nicht wieder anfangen, irgendwas mit zu bohren. Oh, seit ein paar Tagen ist das echt schlimm. Samstag hier am 30. war das jetzt. So, Checkpoint. Super. Ach ja, genau. Dieser dreiköpfige Drache. Sehr schön. Ja, da im Hintergrund. Das ist wirklich ein Herz. Nein. Oh, das war knapp. Okay. Ja, das sieht gut aus. Oh, richtig. Genau. Die machen das ja auch noch so hier. Das hatte ich ja total vergessen. Ich weiß, wie kann man das vergessen? Aber bei mir, das funktioniert ganz leicht, dass ich was vergesse. Okay. Oh, nur noch der rote über. In was für ein Viech sind wir hier bitte schon drin, dass das so riesig ist. Okay, das ist gut. Aber auch hier einfach nur Geduld haben. Schön. Haben wir es geschafft. Yeah, und er hat seine Rüstung wieder. Herrlich. Ah, jetzt kommt das Eisgebiet. Richtig.
muss ja gestehen, hier die Musik finde ich auch echt großartig. Ist wahrscheinlich der Zauberer? Nee. Ach nee, es ist kein Zauberer, sondern ein Jester, also ein Hofnarr. Ich sag trotzdem immer Zauberer dazu. Oh, richtig, die Pflanzen hier. Und die Katze. Genau, ich müsste jetzt hier hoch. Und immer gegen die Blüte. War hier nicht noch eine Kiste? Ich weiß es nicht mehr. Also bei ein paar Stellen, wie gesagt, das kann man sich einfach wirklich merken. Über die Jahre hinweg. Und das war doof. Das hatte ich nicht mehr gesehen gehabt. Naja. Na, wie gesagt, ich habe das Spiel auch schon seit Ewigkeiten nicht gespielt gehabt. Okay, damit treffe ich den so nicht. Dann müsste ich jetzt wirklich hier so... Und in die Stacheln. Natürlich. Oh, ein Glück. Oh, ich dachte gerade, jetzt sammle ich das Feuer noch ein. Das wäre so richtig blöde gewesen. Gut, aber auf jeden Fall haben wir hier die Kiste. Ja, Pfeil und Bogen. Sehr schön. Damit komme ich doch schon um einiges weiter. Und diese Dinger, die die Pflanzen abschießen, das erinnert mich immer an Parasite Eve. Falls ihr das Spiel kennt, also zumindest der zweite Teil. Stimmt, das könnte ich ja eigentlich auch mal let's playen. Oh, ich liebe dieses Spiel so sehr. So, mal gucken. Ja, perfekt. Okay. Oh, geschafft. Ja gut, ist jetzt schwierig, wenn wir gerade schießen wollen. Etwas, was direkt vor uns ist, so wie hier. Aber es geht, okay. Ah, da oben den noch. Ja genau, bei Parasite Eve 2, da gibt es halt so eine Attacke. Oh gut, dankeschön. Wie nett. Aber hier war doch, glaube ich, auch noch eine Kiste, oder? Hm, na, mal sehen. Genau, eine Fähigkeit, die dann so aussieht. Oder so ähnlich aussieht. Naja. Und ich glaube, hier ist der Checkpoint, ne? Ich glaube, oben ins Eis dürfen wir natürlich nicht. Oh ja, die hier sind eigentlich ganz okay. Nur diese Eissäulenwürmer, was auch immer. Na, man sieht schon, die kann man... Nein. Kann man halt nur von hinten besiegen. Schande, genau reingesprungen. Naja, was soll's. Und, Checkpoint? Natürlich nicht. Naja, was soll's. So können wir hier unten nochmal gucken, ob wir da eine andere Waffe rauskriegen. Ja, der Dolch. Perfekt. Schießt zwar nicht nach oben, aber das macht ja nichts. Trotzdem meine absolute Lieblingswaffe. So, hier. Dankeschön. Weil die so schön schnell ist. Mhm, hier... Oh, gut. So, da rechts die Pflanze müsste jetzt noch da sein. Genau. So, ist okay. Sehr schön. Mhm. Ja. Schön. Sehr, sehr schön. Ach ja, stimmt. Game over. Ah ja, Credits, da unten. 9-mal können wir das machen. Ich glaube, das hatte ich ja am Anfang, als wir begonnen hatten mit dem Spiel, eingestellt. Oder waren es die Leben, die ich eingestellt hatte? Naja, was soll's. So. Nö, die Lanze möchte ich nicht haben. Die ist mir ein bisschen zu langsam. So, abwarten. Jetzt. Gut. Hintergrund, diese Blumen, die sehen auch so ein bisschen aus wie Disteln. Autsch, verdammt. Nein! Ah, Schande. Genau in den Eisstrahl rein. Na, was soll's. Na, wenn wir jetzt noch 8 Continues haben und noch 7 Leben, doch, das geht.
Ich gehe mal davon aus, dass ich das schaffe. Nö, die Axt schon wieder. So, hier wieder lang. Oben den Schießer. Sehr schön. So, dann muss ich jetzt abwarten. Genau. Schön. Super. Das ging doch mal ganz gut. Ich glaube, von hier aus können wir die Pflanze hier nicht erschießen. Weil die sonst einfach außer Reichweite ist und dann despawnt das Ganze einfach. So, schieß bitte. Danke. Oh, das war ein Volltreffer. Schön. So, da oben ist der wieder. Ich war aber echt der Meinung, hier oben ist auch noch eine Kiste. Naja, was soll's. Das wäre aber auch nochmal interessant, so ein Video mal zu gucken, wo wirklich jede einzelne Kiste ist. Genau. Die Teile und dann die Typis. Die hier. Die Musik hier gefällt mir auch wirklich sehr, sehr gut. Schön eingesammelt. Na, vielleicht kommen wir jetzt auch mal ein bisschen weiter. Aber ich finde es gut, dass man dann auch schon sieht. Dieser blöde Dämon. Schande. Stimmt, das geht ja nicht. Nein, 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 nein. Lass mich zu... Ah, Eiskristalle. Ja, super. Ich wollte gerade sagen, ich finde es schön, dass man sieht, dass die, naja, Eiswürmer dadurch rauskommen. Nein, natürlich kein Checkpoint. Oh, diese dumme Flamme. Ich glaube, so großartig mehr... Ja gut, die Sichel gibt es noch, stimmt. Aber wie gesagt, der Dolch ist einfach wirklich am besten. Ansonsten von, ja, von den Waffen, die ihr so gesehen habt, welche findet ihr am besten? Wie gesagt, für mich der Dolch, weil der einfach wirklich schön schnell ist, weil man da viel schießen kann auf einmal. Und wenn man dann eben die Goldrüstung hat. Ah ne, auch schon die Jade-Rüstung, stimmt. Sehr schön. Dass man dann schon den Laserstrahl hat. Warum ist hier keine Kiste? Oder muss man noch weiter rausspringen? Ich weiß es echt nicht mehr. Ist einfach schon viel zu lange her. Wenn das letzte Mal, als ich es gespielt habe, da ging ich noch zur Schule. Also ist das schon über 10 Jahre her. Obwohl, na, nicht unbedingt. Ich glaube, da war ich auch schon in einer alten Wohnung. Also so 2011 bin ich ja ausgezogen. Ah, sagen wir ruhig. So 8 Jahre ist es vielleicht her. 8, 9. So. Schön langsam vorbei. Nein, ich möchte nicht oben lang, bitte nicht. Nein. Na, dann lasse ich den mal passieren. Sehr schön. Komm schon, komm runter. Komm runter. Oh, ich hasse den so sehr. Ja. Huhuhu, sehr schön. Und ich bin auch riesig froh, dass die nicht wieder despawnen. Dass die nicht respawnen. So rum. Ah, ab hier ist der Checkpoint. 3 Minuten 17 und 5 Minuten. Ah, richtig, die Wölfe hier wieder. Und das war doof. Oh, eine Kiste. Cool. Na, wo sind wir jetzt? Da oben natürlich. So. So, wie war das? Hier vorne ist die. Wie kriege ich die ausgelöst? Ah, okay, von da oben aus vorsichtig herunterspringen. Natürlich. Der läuft sogar. Cool. Schöne Animation. Ja, sehr schön. Die Jade-Rüstung.
So rum bitte. Ey, cool. Haben wir jetzt ein Leben dazu bekommen oder ein Continue? Ich weiß es gerade echt nicht. Ah, der wieder? Okay. Da oben nochmal so einer von den Wölfen. Na komm. Komm, Fifi. Na, der Wolf wohl nicht so richtig. Oh ja, das hier ist jetzt auch ganz cool. Der Bildschirm wackelt. Und eine Lawine. Die hätte uns natürlich jetzt in den Tod gestürzt, in den Tod gerissen. Also mussten wir uns da jetzt auch festhalten. Nein, da kommt die nächste, da kommt die nächste. Oh, sehr schön. So, Sophie. Oh, ich glaube, ich weiß auch, was jetzt für ein Bossgegner kommt. Ah, gut. Puh, ich wollte gerade hier noch raufwechseln. Mal gucken, ist da noch einer? Nö. Aber die nächste Lawine. Ja, wie man sieht, das hätte man überhaupt nicht geschafft, da jetzt noch durchzukommen. Ach, ich hoffe so sehr, dass wir die Rüstung behalten können bis zum nächsten Abschnitt. Genau, wir sehen jetzt diese Eisstatue hier. Wie sie ihre Beine verliert. Ja, das war's. Hihi, sehr schön. Ha, supi. Ich finde das echt schön gemacht, dieses Spiel. Kann man echt nicht anders sagen. Es ist wunderschön. Finde ich zumindest. Ansonsten, ja genau, ich wollte ja fragen, von dem, was ihr jetzt so gesehen habt an Waffen, welche findet ihr denn am besten? Falls ich das nicht schon so gefragt habe. Komm, komm runter. Los. Ja. Huhu, sehr schön. Und ich weiß, da kommt, glaube ich, gleich noch einer. Das sieht auch so cool aus, ne? Mit diesen leuchtend roten Augen. Aber ich glaube, den Teil hier kann man eigentlich sogar schon als Teil 2 betiteln. Hier gibt es keine Kiste, okay. Denn im ersten Teil, also den wir da das letzte Mal gespielt hatten, da war es ja Loki. Und hier ist es dann, glaube ich, Mephisto oder sowas in der Art. Na, wie man sieht, super easy, hier jetzt so durchzukommen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie der Gegner hier heißt. Müssten wir nochmal gucken. Oh, 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 oh. Komm her. Los. Huhu. Schande. Ich wollte eigentlich ihm entgegenschießen. Oh, oh. Nein. Wenn ich den Sprung geschafft hätte, das wäre irgendwie lustig gewesen. So, komm runter. Los. Nein. Schande. Ich hasse die Typen. Die sind so zum Kotzen, so nervig. Nein. Ah, shit. Ah ja, genau. Die Axt. Kann ich natürlich überhaupt nicht gebrauchen. Achso, wenn ich zu weit weg bin, geht das nicht. Ah, Schande. Ja, ich weiß, der Dolch ist halt nicht stark genug, um den sofort killen zu können. Ah, sehr gut. Kann man nur hoffen, dass ich gleich noch was dazu bekomme. Eine schöne Rüstung. Es wäre zumindest nicht verkehrt. Da zum Beispiel. Ja, danke schön. Ich würde schätzen, wenn ich die jetzt nicht verloren hätte, hätte ich hier wenigstens noch die, Jade-Rüstung bekommen. Ah, das ging aber auch schön zügig schnell. Ah, hier ist noch einer. Ja, das wäre für den Gegner hier besser. Das stimmt. Für diese blöden Dämonen. Sollen wir sehen? Krieg ich nicht erwischt, okay.
Ja, doch, aber hiermit. Ja. Hihi, sehr schön. Das war die richtige Entscheidung. Da freut man sich auch immer irgendwie, wenn man dann mal doch eine richtige Entscheidung in einem schweren Spiel trifft. Nur, dass ich jetzt wieder hier entlang latschen darf. Aber das macht ja nichts. Generell die komplette Aufmachung so vom Spiel, vom Setting. Ach, ich liebe es so sehr. Dass ich das nicht schon früher irgendwie angefasst habe, das Spiel. Ah ja, die kennen wir ja. Nur, dass das diesmal eine Art Erddämon ist. Der andere war, glaube ich, Wind? Wind, Wasser? Keine Ahnung. So, hier geht's jetzt nochmal hoch. Und ich glaube, jetzt kommt ein Gegner, den wir schon kennen. Aus dem alten, also aus dem anderen Spiel. Genau, der hier. Dass der hier diesmal ganz anders aussieht. Oder ein bisschen anders. Und dass er diesmal auch Laser schießen kann. So. Nein! Ach, scheiße. Okay, erst Feuer, dann schießt er den Laser. Gut. Na, komm. Stirb. Oh. Das war ein Bossgegner? Okay. Sehr schön. Wie weit sind wir denn jetzt? Das war's schon mit dem Turm. Ja gut, wir hatten die Dämonentypis, also... Doch, ist in Ordnung. Und wir sind im Grunde schon beim letzten Abschnitt jetzt. Hier unten war, glaube ich, auch noch eine Kiste. Ja, da ist sie. Und diese Typis. Immer hier unten auslösen schon mal. Oh ja, die Waffe. Irgendwie cool, aber auch irgendwie kacke. Wie man sieht, ja. Lässt sich schlecht lenken. Autsch. Also hoffe ich, dass ich auch gleich eine andere Waffe kriege. Ich wollte die hier jetzt einfach mal ausprobieren. So, den da oben hatte ich eben erwischt. Schön. Hier, den kriege ich irgendwie damit nicht erwischt. Das ist bescheuert. Also kann sein, dass ich jetzt hier sterbe, nur weil ich jetzt da den dann nicht erwischt kriege. Ah, doch, einmal hat es eben ihn getroffen. Sehr schön, nochmal. Ja, das geht so mit dem Weg. Ist okay. Ach, Mann. Ich hätte die andere Waffe behalten sollen, echt. Nein! Schande. Oh, wie viel hält der denn aus? Ah, Mann. So, dann nochmal. Aber für die Viecher in der Wand ist das eigentlich gar nicht so verkehrt. Wie man sieht, ist schon ganz gut, aber... ist trotzdem irgendwie... Ja, danke schön. Sehr, sehr gnädig, dass ich hier eine bessere Waffe bekomme. Oder überhaupt eine andere. Aber wie man sieht, zack, zack, zack. Und das Viech ist gleich weg. Ist schon besser. Wie gesagt, die Waffe war auch ganz cool, aber nicht sehr von Vorteil. So, das Viech ist auch weg. Sehr schön. Und da oben ist noch mal einer von denen hier. Von diesen komischen Geierköpfen. Ja, komm schon. Kommt aber auch nicht wirklich runter, ne? Ja, los. So, na endlich. Und nicht geschafft. Ich weiß nicht warum. Manchmal schaffe ich die Sprünge hier irgendwie nicht.
Weil man dann so ewig gucken muss, dass man da auch wirklich richtig abspringt. Oder überhaupt abspringt. So, jetzt aber. So, die nächste Kiste und... Ja, sehr gut. Mhm. Gibt die nächste Kiste, aber ich denke mal, da ist der Zauberer drin. Also der... Ah, nee, die goldene. Wie gnädig sind die heute bei mir. Wie gnädig sind sie heute zu mir, also... Ich glaube, hier unten war noch eine. Ja. Jetzt haben wir die Aktion wenigstens mal live gesehen. Und der Schild. Es tut mir leid, ich muss einmal kurz speichern. Auf welcher Taste war das? Moment. Da. Hier. Gut. Ich möchte einmal kurz speichern. Bitte nehmt mir das nicht übel. Aber ich meine, wir sind jetzt voll ausgerüstet und haben eine gute Waffe. Also... Nein! Schande. Naja, was soll's. Falls einfach, damit ich mich ein bisschen besser fühle. Ob wir das nun laden oder nicht, ist wieder eine andere Sache. Genau, jetzt geht's hier weiter. Aber der Bogen ist trotzdem nicht übel. Oh, richtig, jetzt kommt das hier wieder. Diesmal in lila. Anstatt in pink. Aber ich glaube, hier war trotzdem irgendwo noch eine Kiste. Ich weiß aber noch nicht wo. Ich glaube, die war hier unten. Oder? Ja, hier. Hihi, sehr schön. Und natürlich die Axt. Naja, was soll's. Aber ich wusste, dass da noch eine Kiste ist. Schön. Ich sag's ja, einige Sachen kann ich mir sehr gut merken und andere wiederum. 5 Minuten, nicht mal, ist es aus dem Kopf raus. So, und der nächste Bossgegner. Das wird jetzt natürlich echt blöde, weil wir die gute Waffe nicht richtig haben. Bis auf den Laser, wollte ich gerade sagen, sind wir hier unten ganz gut safe. So, und... Oh, das klappt. So, am besten immer einmal kurz vorher nochmal springen. Dann müsste er den Laser nämlich eigentlich nach oben machen. Über uns hinweg. Okay. Ja gut. Dann eben nochmal. Jetzt die Frage, beim Bossgegner oder unten? Natürlich unten. Also können wir uns immerhin nochmal richtig ausrüsten. Hoffentlich. Moment, ich möchte bitte von der Seite die Kiste öffnen. Ah, okay, die Lanze. Nee, die möchte ich nicht haben. Hau ab. So, okay. Und wie gesagt, der Bogen, der ist schon nicht übel. Da können wir dann bei dem Bossgegner von unten her agieren, dass wir da nicht so sofort in seine Flamme hineinrennen. Hineinspringen. Also. Achso, ja, wieder Geduld. Ach ja, stimmt, ich kann ja auch so machen. Richtig, da kommt ja gar nicht weiter nach hier unten runter. Nicht so wie ich gerade. Schön. So, die Kiste. Nummer 1. Da oben den Beutel einmal mitnehmen. Und dann dürfte hier wieder die Goldrüstung drin sein. Ja, sehr schön.
Ich will aber versuchen, die Kiste hier unten selber zu triggern. So, okay. Aber gut, wenn ich es richtig mache, dann komme ich auch wirklich mit der ganzen Rüstung hier durch. Das ist doch mal schön. So, und jetzt einfach ausweichen. Schön, der ist schon mal platt und der auch. Perfekt. Ich glaube, hier war sonst keine Kiste. Können wir ja mal ganz kurz ausprobieren. Nö. Ah, ein Glück. Ich bin auch gespannt, wie weit wir jetzt so weit kommen. Also, wir sind natürlich jetzt hier, oh Gott. Ein Glück. Eben bei einem Bossgegner, aber... Ich weiß jetzt halt nicht, wie weit das jetzt noch geht. Soll ich den mitnehmen? Nee. Nein, Zielsuchgeschoss wäre dann in dem Fall besser. So. Schnell am Geist vorbei. Sehr schön. Und dann möchte ich hier oben noch einmal kurz speichern. Beziehungsweise hier unten. Denn ab hier sind die Geister nämlich auch weg. So, da. So, wir haben zwar schon die halbe Stunde voll, aber ich versuche jetzt noch den Bossgegner hier zu plätten. Hier jetzt der Vorteil, brauchen wir nur noch ausweichen. So. Der dürfte ja dann trotzdem getroffen werden. Zumindest hoffe ich's. Sehr schön. Ah ja, perfekt. Jetzt aber das Unfaire. Jetzt kommt der nämlich an. Und der ist nochmal ein Zacken fieser. Die Flamme reicht nämlich bis zu uns hier runter. Und der macht dann so einen Strahl plötzlich. Deswegen Zielsuchgeschoss ist jetzt wirklich praktisch. Ja. Zumindest wenn es mal ankommen würde. Das war knapp. Oh, das war knapp. Ich möchte natürlich jetzt auch nicht sterben. Genau, bis hier hinten. Oh. Ich glaube, wenn ich so stehe, wäre es besser. Ah, so ist gut. Okay. Schnell ausweichen. Wir haben nämlich nicht mehr viel Zeit. 1:10 noch. Und das ist halt nicht so viel Zeit, wie man vielleicht denken mag. Ja! Oh, die letzte Flamme! So! Da ist unsere Prinzessin. Ich weiß gar nicht, wie sie heißt. Oh, Arthur! Ich bin so froh, dass du gekommen bist, mir zu helfen. Aber nicht einmal du kannst... den bösen Sardius ohne die Göttin, das Göttinnen Bracelet, Armband glaube ich, besiegen. Ich habe es einst getragen und das ist... Ach so, deswegen wurde ich halt angegriffen und ja von den Dämonen gefangen genommen. Ich konnte es gerade so verstecken auf dem Weg hierher. Bitte, Arthur. Komm hier zurück mit dem Armreif, mit dem Bracelet und befreie mich. Du bist meine einzige Hoffnung. Genau dasselbe wie auch
In der Mega Drive-Version. Wir starten wieder hier. Es ist so fies. Also im Prinzip nochmal das komplette Spiel. Von vorne, wieder einmal. Und diese Waffe wiederholen. Aber gut, halbe Stunde ist voll. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch nicht habt, könnt ihr auch gerne abonnieren. In der Videobeschreibung findet ihr noch den Link zu Twitter und Instagram. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von Super Ghouls and Ghosts wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.